Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk Fragen und Antworten. Und wir haben heute natürlich den Dirk Hilger bei uns, Trader und natürlich aber auch Stereo Trader Entwickler, der die Fragen am besten beantworten kann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich, dass Sie heute, obwohl so draußen so schön ist, wieder live dabei sind. Wir schauen uns trotzdem den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist sehr wichtig. Genau, cooles Wetter draußen, super Kurse, nette Referenten. Ergo, nicht jammern. Machen wir nicht in Golf. Alles gut, wir freuen uns. Und ja, dann übergebe ich auch direkt an den Dirk. Also, Sie haben wie immer die Möglichkeit, in den Chat Fragen zu stellen zum Sale Trader. Und genau, und wenn der Dirk das beantworten kann, auch direkt live, dann wird das wahrscheinlich machen. Vielleicht, mal gucken. Muss ich auch meine eigene Entscheidung treffen? Kannst ja dann deine Entscheidung treffen, ob du die Fragen beantwortest oder nicht. Hast du gesagt, musst deine eigene Entscheidung treffen. So, hallo und herzlich willkommen jetzt auch mal hier anständig und offiziell von meiner Seite aus Köln. Der Nelson hat mich ja schon vorgestellt, für die, die mich nicht kennen. Ich habe mir den Stereo Trader irgendwann ausgedacht und einmal im Monat treffen wir uns hier, um Sachen zu beantworten, die auf dem Wege ein bisschen schneller gehen. Das heißt also, dass wir, was jetzt im Support vielleicht nicht so einfach darstellbar ist oder natürlich auch mal Fehler, wenn irgendwas auftaucht. Und das machen wir alles hier sehr gerne zusammen an der Stelle. So, und habe ich was vergessen? Nö, ne? So, das war ja, reicht ja auch für die Einleitung. Erstmal, so ein schönes Wetter hattest du ja schon. Das ist nämlich Tradition in diesem Webinar. Eigentlich von Anfang an, in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen ist es so, dass das bei schlechtem Wetter stattfindet. Also eigentlich immer ein Garant, muss man nur vom Kalender gucken, wann ist das nächste Helpdesk, dann weiß man, man kann sich genauso gut raussetzen zum Grillen. Auch wenn es Winter ist. So, dann fangen wir mal an. Also, haben wir denn überhaupt schon irgendwas hier an Fragen? Ich weiß, Nelson, du hattest mir vorhin was geschickt und das war jetzt auch nicht besonders neu. Da hat nämlich jemand gefragt, ob man Stop-Loss, Take-Profit und so weiter in Abhängigkeit von der ATR setzen kann. Ja, kann man. Und kann aber gerne auch nochmal zeigen, wie das geht. Ist eigentlich total einfach. Ich habe zwar jetzt hier, also bitte nicht wundern, muss ich immer noch mal dazu sagen, ich habe hier die nächste Version, halt hier schon die ganze Zeit im Betrieb und auch in der Tester-Community sind ja auch einige, die mit der halt schon live unterwegs sind und die kommt jetzt auch definitiv zum 1. Juli raus und das sind eigentlich so mehr oder weniger fast alle Krankheiten, Kinderkrankheiten sind da weg, also es sind irgendwie nur noch Kleinkram, was da halt jetzt auftaucht und deswegen sind wir auch da über das Beta-Stadium hinaus und nennen das Ding jetzt mittlerweile schon Pre-Release. Und deswegen, das sieht halt ein bisschen anders aus, aber im Wesentlichen von den Funktionen ist das meiste in der jetzigen Version natürlich auch drin. So, und unter anderem gehört dazu eben, ich bin jetzt hier im MetaTrader 5, ist egal, ob man den 4er oder den 5er verwendet, das ist, solche Geschichten funktionieren auf beiden gleichermaßen gut. Und zwar macht man das mit dem, jetzt muss ich selber mal auf die Suche gehen hier, das müsste der Tools-Abteilung sein. Und zwar mit dem ATR Base. Ja, also gibt es hier einen Unterordner im Navigator bei Indikatoren, Stereo Trader, Tools, ATR Base. Das Ding zieht man einfach hier drauf. Funktioniert, glaube ich, bei mir auch heute alles. Was nicht immer so ganz gewiss ist hier, weil ich bin hier in der Entwicklungsumgebung. Und da kann es auch schon mal irgendwie haken oder irgendwas nicht funktionieren. So, und bei ATR Base macht man einfach genau das. Das heißt, man stellt halt hier eine ATR ein, nach der man sich richten möchte. Jetzt zum Beispiel hier ATR 14 ist ja Standard. Und dann gibt man hier Faktoren ein. Also hier unten steht ja dann SLX, TPX, Trail Begin X, Trail Distance X. Ja, also alles mit X. Das heißt, das ist ein Faktor von der ATR. So. Und ich muss aber gleich dazu sagen, ich weiß, in der Version, die draußen ist, gibt es beim Euro-Yen, glaube ich, dort gibt es, glaube ich, ein bisschen Stress damit, aber mit den Indizes sollte das völlig problemlos funktionieren, auf jeden Fall. Und
Aber wie gesagt, falls man das jetzt irgendwie auf Währungen anwenden möchte, es sind ja nur noch irgendwie 2 Wochen bis zur Release von der 2.5 und dort ist es natürlich auch behoben. So, wichtig ist, wenn man das halt hier reingezogen hat, dass man einfach hier bei Auto Trading, das kann man mal aufklappen und dann sieht man hier, das ist schon geladen, ist dann wahrscheinlich auch in der jetzigen Version grau unterlegt. Das heißt, es ist noch nicht aktiviert. Dazu muss man Auto Trading einschalten. Das kann man entweder hier machen in dem Auto Trading Panel oder auch hier unten über diese Ecke. Dann sieht man, es ist synchronisiert und dann schaltet sich das von selber ein. So, und wie man jetzt sieht, wer aufgepasst hat, hat hier gesehen, Stop Loss und Take Profit haben sich sofort verändert, nämlich hier auf 30. Ich kann das nochmal zeigen. So, wenn ich hier zum Beispiel jetzt, wenn das ausgeschaltet ist und ich habe jetzt hier einfach meine Standardwerte, ja, 3010, vielleicht ein bisschen viel, drin von zum Beispiel 10, 20, ist nur mal, um irgendwelche Zahlen da reinzuschreiben. Sobald ich das hier aktiviere, deswegen mal hier oben drauf achten, sobald ich das aktiviere, stellt sich das nämlich um. Das dauert einen Moment. Ne? Hat man jetzt gesehen, da steht es bei 30, 30. Warum? Ganz einfach, hier wird die ATR angezeigt mit 29,65. Und das sind dann halt im Tickraster von DAO aufgerundet, sind das 30 Punkte. Und da ich hier ein Stop-Loss mal 1 habe, ist entsprechend oben mein Stop-Loss jetzt bei 30. Take-Profit genauso. Ne? Könnte ich jetzt natürlich die Werte hier verändern, zum Beispiel Take-Profit auf Faktor 2, dann springt es jetzt hier auf 59, was genau eben aufgerundet 2 mal 29,65 ist. Und so kann man das mit den anderen Werten genauso machen, mit Trail beginnen oder halt eben auch dem Abstand vom Trading Stop. Und so kann man sich halt ganz wunderbar einfach der Volatilität anpassen und muss dann nicht mit Standardwerten arbeiten. Und was natürlich auch absolut sinnvoll ist, weil den Markt interessiert ja nicht, ob ich irgendwie sage, ja, ich habe grundsätzlich nur einen Stop von 10 Punkten. Das ist dem Markt ja total egal. Ja, wenn der halt irgendwie in 5 Minuten 30 Punkte läuft, was gerade beim DAO überhaupt keine Seltenheit ist, und dann wird man mit den 10 Punkten nicht weit kommen. Dann macht man lieber halt einen größeren Stop, legt den halt hiermit zum Beispiel dann passend zur ATR halt an, wählt die Positionsgröße ein bisschen kleiner und dann wird man mit dem Markt viel besser klarkommen. Davon gibt es natürlich auch noch die Steigerung. Ich habe es gerade schon gesagt, nämlich wenn mit der Positionsgröße, das heißt, man kann die auch automatisch anpassen lassen. Wenn ich nämlich hier jetzt hier einfach über das Setup gehe und dann bei Layout und dort kann ich die Quick Size Buttons, die kann ich auf Buy Risk einstellen. Das ist auch hier der Fall. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel dann 1% auswähle, ja, und habe gleichzeitig meinen Stop Loss und Take Profit mit der ATR gesteuert, und dann habe ich halt trotzdem 1% Risiko von der ganzen Geschichte auch nur, beziehungsweise von meinem Trade, eben passend auch zur ATR. Das heißt, ich muss mir nicht mal über die Positionsgröße Gedanken machen. 1%, das ist jetzt in dem Fall, das ist ein Demokonto hier mit, Moment mal, da ist was verkurbelt. Das ist, Moment, wo ist denn das? Ich muss mich hier beim MT5 auch mal ein bisschen umsortieren. Suchst du denn? Ja, ich frage mich gerade selber, was ich suche. Ich bin gerade irgendwie abgelenkt. Aber auf jeden Fall, bevor ich jetzt hier den Faden verliere, kann man das halt hier oben entsprechend drüber machen und die Positionsgröße wird dann halt hier drauf eingestellt. Stimmt das jetzt so? Ja, das stimmt doch eigentlich, oder? Ja, klar. Ich habe gerade einen Denkfehler gehabt. Also, das heißt, ich habe hier, oder stimmt es nicht? Es sollte stimmen, ja. Ich bin mir sicher, auch wenn es jetzt hier von der Anzeige, das sind vielleicht jetzt so die Krakeelchen hier von der Pre-Release. Also auf jeden Fall wird die Positionsgröße dann halt darauf richtig eingestellt. Ja, da kann man sich, sollte man natürlich trotzdem im Auge behalten, die ganze Geschichte. Und aber das Ganze funktioniert, ist auch schon oft auch gefragt worden. Und ich habe da sogar auch mal, glaube ich, irgendwo einen Artikel drüber gemacht in meinem Blog, wenn mich nicht alles täuscht. Und wo das halt auch mal genauer beschrieben war mit dieser Geschichte mit der ATR. Okay. So, dann gehe ich mal hier durch. Wann sieht man den Kurs auf den Linien? Das ist in der
Also das ist wahrscheinlich gemeint, ne? Wenn ich halt hier eine Linie ziehe, dass halt hier der Kurs angezeigt wird. Das kommt alles mit der 2.5. Das ist in der jetzigen Release ist das noch nicht der Fall. Okay. So, ich versuche es mal der Reihe nach durchzugehen. Der Daniel fragt, Webinar zum Thema Indikatoren erstellen und Estimator, wo sind die Zeichnungsfunktionen detailliert beschrieben? Betrifft die Programmierung, ne? Ja, das ist natürlich, ich sage jetzt mal nicht, wir kriegen das hier nicht gemacht, aber Daniel, lass uns das mal ganz kurz hinten anstellen, wenn nachher hier nichts mehr an Fragen kommt und dann werde ich mir es nachher gerne mal schnappen. Also in einem hast du recht. Also Daniel fragt nach einer detaillierten Beschreibung von den Zeichenfunktionen. Die gibt es tatsächlich nicht. Die sind aber eigentlich weitgehend selbsterklärend oder man muss halt einfach mal ein bisschen mit rumprobieren. Aber ich kann nachher mal die eine oder andere rauskramen oder hier vielleicht hier einfach mal ein Beispiel und dann können wir das ja vielleicht mal nachher mal kurz angehen. Also es betrifft die Programmierung. Ich stelle es nur deswegen hinten an, weil das natürlich die wenigsten interessieren dürfte, die hier halt dabei sind jetzt hier im Webinar. Deswegen nicht böse sein. Ansonsten komm doch auch einfach gerne in der Gruppe vorbei. Da gibt es ja auch durchaus den einen oder anderen, der programmiert und wo sicherlich auch gerne geholfen wird. Da fragt auch gleich der nächste, NN, gibt es Entwicklerwebinare? Nein, das sollte man aber tatsächlich mal machen. Also wir haben mal eins hier gemacht oder zwei, die sind auch aufgezeichnet. Vielleicht hat der Nelson die ja sofort irgendwie im Zugriff oder kann die vielleicht mal raussuchen. Genau, ich kopiere das gleich in den Chat. Ja, und das wäre natürlich super. Also es sind zumindest die Basics halt erklärt. Natürlich geht die Entwicklungsumgebung, nicht nur der StereoTrader wird weiterentwickelt, natürlich auch die Entwicklungsumgebung im StereoTrader, die ist natürlich auch ordentlich gewachsen seither. Aber trotzdem vom Grundverständnis, von den Basis, Sachen ist es halt genauso geblieben. So, dann haben wir Supertrend als Stop funktioniert. Das ist tatsächlich leider noch nicht drin. Das wäre aber eigentlich jetzt nicht so eine Riesensache, sowas halt eben auch als Add-on auch umzusetzen. Vielleicht hat ja auch einer Lust, sich da mal halt irgendwie dahinter zu klemmen und das mal zu machen, weil das muss ja nicht zwangsläufig im StereoTrader programmiert werden. Das kann man natürlich auch mit einem Add-on eigentlich sehr einfach machen. Und wir haben ja halt auch mittlerweile eine Kategorie, die heißt Community Add-ons. Da ist bisher aber nur eins drin, nämlich das von dem Norbert, das NG-Range. Also eine spezielle Open Range, die wohl recht verlässlich ist. Das wäre natürlich auch nochmal so ein Kandidat dafür. Also falls hier jemand dabei ist, der Lust hat, das irgendwie zu machen, ich supporte das sehr gerne, wenn da irgendwie Fragen sind. Und ich bin nur momentan halt selber auch ein bisschen overbusy damit, die 2.5er halt wirklich Release fertig zu kriegen. Also das halt dann nicht mehr Pre-Release, nicht mehr Beta steht, sondern halt, dass das Ding jetzt rauskommt. Und das ist fest eingeplant bis spätestens 1.7. Und das ist nicht mehr lange hin. Und da gehören jetzt halt noch so Sachen wie Dokumentation und so weiter dazu. Deswegen bin ich da halt absolut nicht böse drum, wenn da jemand anders Lust hat, sich das mal irgendwie anzugucken. Ist der Timo hier dabei eigentlich? Der hat aber, glaube ich, auch gerade genug zu tun. Aber vielleicht hat er auch sowas schon mal irgendwie fertig. Das könnte natürlich sein. Timo ist auch aus der Community und übernimmt mittlerweile halt auch Entwicklungen halt für den StereoTrader, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit mir für Sachen, die da halt dazukommen. Also das heißt, er ist auf jeden Fall da auch extrem fit, was das angeht. So, da noch nicht Hallo geschrieben hat, gehe ich mal davon aus, der macht Er was ist nicht da, Sinnvolleres. zumindest nicht unter seinem Namen. Ja, inkognito wird er nicht sein. Oder vielleicht doch mit Absicht. Das wäre natürlich auch möglich. Und die Links habe ich in den Chat kopiert, ne? Zwei Ah, Webinare. okay. Für was sind die, Moment, eins nach dem anderen. Ist die Ankündigung Update StereoTrader bei Forex Pro das gleiche? Ja, klar, sicher. Also die Forex Pro Edition, die kommt natürlich zeitgleich. Die kommen alle zeitgleich, die ganzen Versionen. Es gibt ja vier Stück insgesamt. Und die kommen natürlich, also insgesamt acht sogar, und die kommen alle zum gleichen Termin.
Auch die ganzen Add-ons und so weiter, alles. Da wird nichts verzögert. So, wie weiß ich, was die strategischen Order machen? Am besten, indem man mal das History Trading auspackt und die verschiedenen Varianten einfach mal durchgeht. Das halt immer, also für die, die es nicht kennen, ich kann das hier auch mal nur mal kurz zeigen, einfach hier oben über den Strategietester, dann halt hier unten, also da gibt es auch detaillierte Beschreibungen, wie man das Ganze startet, aber wesentlich ist es halt einfach so, ich ziehe mein Symbol hier drauf, ich ziehe den StereoTrader hier drauf, der da unten halt zu finden ist, wähle meine Periode aus, zum Beispiel 5 Minuten, Spread ist ein bisschen tricky im MetaTrader, steht jetzt zum Beispiel im Dow Jones auf 100, das heißt in Wahrheit ist es dann nur ein Punkt Spread. Ich wähle mir hier den Zeitraum aus oder auch nicht, visueller Modus aktiviert, einmal Fullspeed nach rechts, so und dann Test starten. Und dann kann man genau solche Sachen nämlich ausprobieren. Alle Funktionen, die es sonst auch im StereoTrader gibt, kann man hier einfach in Ruhe durchtesten. Damit natürlich auch am Wochenende. Und es geht übrigens nicht, weil das wird öfters gefragt, es geht nicht im MetaTrader 5, es geht nur im MetaTrader 4. Im MetaTrader 5, da muss man eine Sperre eingebaut werden, damit man das gar nicht mehr erst versucht, sondern geht wirklich nur im MetaTrader 4. So, und das heißt, ich kann halt hier zum Beispiel jetzt ganz normal strategische Order dann halt auswählen. Als Beispiel mal die 5-mal ATR durch 3. Ja, das sind ja halt Algorithmen, die dahinter liegen und die man sich aber auch im Detail angucken kann. Wie, das zeige ich gleich nochmal und gehe dann hier einfach mal auf Hold. So, und dann lasse ich den halt mal machen. So, und dann sehe ich halt, dann halt, na komm schon. So, reagiert hier manchmal ein bisschen tricky im Tester. Vor allen Dingen jetzt bei mir hier gerade. So, und da sieht man, ne, wie die Orders da halt im Markt halt verteilt werden. Hier als Beispiel, nur um das mal kurz zu erklären, 5-mal ATR durch 3 heißt, er nimmt die ATR im M5, bin ich ja hier gerade, teilt die durch 3 und das Ganze mit 5 Limit Orders wird das Ganze dann im Markt verteilt. Der Stop ist halt entsprechend, das ist jetzt hier vielleicht, glaube ich, nicht so klug, diese Strategie, aber darum geht es ja nicht. Und ich wähle hier meine Positionsgröße aus und die strategische Order verteilt die einzelnen Positionen, die daraus sich ergeben. Ja, also wenn ich sage, ich will insgesamt eine Positionsgröße von 1,5, dann wird so gut versucht, so gut wie möglich, ja, weil wir haben natürlich ein paar mathematische Rundungsfehler unvermeidlich da drin, aber es wird halt versucht, möglichst nicht über die Positionsgröße mit den verteilten Orders, so sieht man es ein bisschen besser, halt zu kommen. Wenn ich jetzt hier mal kurz auf Pause drücke, Moment. Jetzt bin ich schnell. So, und dann sieht man hier, ich habe 1,5 ausgewählt und habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 mal 0,3. Hier unten, das waren zwei zusätzliche, die definiert sind. Ja, aber diese Limit Orders in Summe entspricht an der Stelle schon den 1,5 Kontrakten, die ich halt insgesamt haben wollte. Und wie gesagt, es geht nicht ganz genau, aber das kann man ja im Auge behalten. Es geht nicht ganz genau, einfach wegen Rundungsfehlern, die sich halt zwangsläufig ergeben, wegen der Positionsgröße. Vor allen Dingen dann, wenn hier zum Beispiel noch eine Progression drin ist. Ja, das heißt, ich kann nämlich zum Beispiel auch damit, wenn ich das unbedingt will, in Martingales Grid halt definieren, ja, was die Positionen verdoppelt und so weiter. Wenn man das unbedingt machen möchte, kann man damit halt auch problemlos abbilden. Und das muss halt gerechnet werden, bis es zur Positionsgröße passt. Aber geht natürlich nicht ganz auf, ist klar. Aber so kann man sich halt einfach im History Trading genau solche Geschichten halt angucken und die einfach durchprobieren. Und dann halt auch sehen, okay, was macht Mo in welcher Strategie halt Sinn. Es gibt auch eine Grafik dazu im Manual. Ich habe die nur nicht gerade greifbar. Wo zum Beispiel gezeigt wurde, das war ein Zeitraum irgendwie von über 6 Monaten, wo der DAX als Beispiel nur irgendwie seitwärts hin und her gewackelt ist und eigentlich da wieder rausgekommen ist, wo er war. Und kann man sich einfach ausrechnen, wenn man da long gegangen ist. Nur mal als Beispiel hat man nach einem halben Jahr nichts gehabt, ja, außer irgendwie Swap-Kosten und so weiter.
Und hat man es aber gleichzeitig mit der strategischen Order gemacht, kam halt, glaube ich, eine Vervierfachung vom Konto bei raus. Ist vielleicht natürlich sehr hoch gegriffen. Also das Risiko war jetzt auch nicht so klein, glaube ich, da eingestellt. Aber hat jetzt gerade irgendwie heute oder gestern, wann es war, im Support auch noch jemand geschrieben, dass das auch versucht hat, jemand nachzubilden und es auch gelungen ist. Nur mit dem Gesamtergebnis, mit dem absoluten, da gab es irgendwie eine Abweichung. Aber vom generell von der Equity-Entwicklung war das halt mehr oder weniger identisch. Und das ist halt eben auch der Grund oder halt der Riesenvorteil von der strategischen Order, weshalb es sich wirklich lohnt, damit sich zu beschäftigen, weil man natürlich nicht nur zwei Marktrichtungen einfangen kann, sondern drei, nämlich seitwärts und zum Beispiel long oder seitwärts und short. Und deswegen hat man natürlich auch einen statistischen ganz klaren Vorteil an der Stelle. Und deswegen funktioniert dann auch sowas. Also gerade in Seitwärtsphasen und was der Markt ja meistens macht, ist es halt ja unschlagbar. Also ganz sicher, wenn man sich darauf wirklich halt spezialisiert, und da gibt es ja mittlerweile einige, und dann ist es halt mit nichts zu toppen, ja. Und auch stressfrei einfach von der Handhabung. Wenn man mal verstanden hat, wie sich halt die oder wie das Ganze halt funktioniert von der Logik, deswegen muss man sich damit ein bisschen befassen, keine Frage. Aber wenn man das mal verstanden hat und sich da halt wirklich drauf spezialisiert, wird man definitiv einen Marktvorteil finden. Also hier ist jetzt zu eng, ne? Das sieht man ja auch. Kann ich Ihnen mal zeigen, kommt wahrscheinlich nichts bei raus. Außer Minus jetzt gerade. Aber man muss das ja nicht unbedingt in 5 Minuten im DAO hier mit der Strategie anwenden. Die 5-mal ATR durch 3, die kommt eigentlich aus dem DAX. Dort ist die ganz nett erprobt. Wobei wir laufen hier auch gerade ins Plus, sehe ich ja gerade, ne? Also selbst hier kommt jetzt was bei raus, auch wenn jetzt natürlich nicht jeder Trade da ein Gewinner ist. Aber im Großen und Ganzen sieht man ja auch hier, ohne dass ich jetzt hier irgendwas verstellt habe und hier noch nicht mal einen klugen Trading Stop oder irgendwas ausgewählt habe, geht die Kurve in die richtige Richtung. Das ist halt das Ding mit der strategischen Order. Also gibt es halt diverse Presets hier drin. Ja, wo man sich halt einfach, das sind aber letzten Endes Beispiele. Also wirklich erprobt in der Praxis ist die 5-mal ATR durch 3 im DAX. Im 5-Minuten-Chart zu den anderen kann ich irgendwie gar nicht so wahnsinnig viel sagen, aber das ist die, die ich selber wirklich schon oft angewendet habe. Und hier unten sind dann wirklich solche, sind dann solche Beispiele, eben wie Martingale Swing und so weiter. Ja, wo ich aber auch ganz klar darauf hinweise, dass es eigentlich eher um rauszufinden, wie das Konto bei Martingale früher oder später kaputt geht. Ja, das kann man sich gerne mal im History Trading hier angucken. Das gelingt auch, ja. Also man wird sehen, wenn man das durchlaufen lässt, irgendwann ist es halt hops. Und das liegt halt einfach in der Natur von der klassischen Martingale-Strategie. Davon gibt es auch noch eine Erweiterung. Das kommt aber mit der Version 2.5, wo man das auch visuell anwenden kann. Man kann es auch filtern automatisch. Sind auch gerade einige in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe mit zugange, da einen Filter halt reinzuziehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das funktioniert oder ob da nicht noch eine Geschichte, irgendein Bug noch irgendwie war in der aktuellen Beta beziehungsweise Pre-Release. Aber generell, ich kann es versuchen, mal hier zu zeigen. Also in der Version, die jetzt draußen ist, geht es auf jeden Fall. Aber hier kann ich es nur mal versuchen. Es gibt nämlich hier eine Kategorie, die heißt Filter. Und dort kann man zum Beispiel ein XMA-Filter. Das heißt, also letzten Endes ist es halt ein Crossing MA. Den kann ich hier einfach mit draufziehen. Und kann dann zum Beispiel sagen, ich habe halt hier einen EMA 21 und einen SMA 2. So. Und wenn der von unten nach oben kreuzt, dann geh long und von oben nach unten dann halt short. Ne? So, und deswegen sieht man jetzt hier zum Beispiel, beziehungsweise man sieht es gerade nicht. Wie gesagt, ich hoffe, ich mache jetzt hier keinen Fehler. Es kann aber wirklich sein, dass ich hier das jetzt nicht auf Anhieb dargestellt bekomme. Und ich gehe mal hier auf Auto Trading. Close by Filter. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich gebe hier erstmal einen anderen Wert ein. Mach mal als Beispiel EMA, SMA 20, kreuzt den EMA 200. So, damit kann man, glaube ich, schon eher was anfangen. So, und dann müsste ich aber hier bei strategische Order als Beispiel. Ups. Nein, du sollst nicht da rauskommen. Bleib du mal schön da drin. Es reagiert hier leider ein bisschen zäh im History Trading.
Das liegt aber, das habe ich letztens festgestellt, gar nicht mal unbedingt am Stereo-Trader, sondern am Meta-Trader, weil der nämlich hier diese ganzen Ein- und Ausstiege malt und das kostet wohl irgendwie einen Haufen Rechenzeit. Das heißt, wenn ich hier beides anschalte, ah, nee, geht gar nicht, Moment. Also ich bin gerade hier irgendwie ein schlechtes Beispiel, um diesen Filter zu demonstrieren. Das sollte vielleicht jemand anders in der Gruppe machen, weil ich habe das auch schon ewig nicht mehr angewandt. Ich habe nur letztens geguckt, ob es noch funktioniert. Aber das habe ich jetzt nicht in der Praxis tatsächlich im Angriff, im Anschlag gehabt, diese Geschichte hier. Aber man kann es also auf jeden Fall machen. Man kann mit solchen Filtern halt nämlich die Richtung halt noch aussortieren. Auch wenn ich das jetzt hier gerade, wenn ich mich zu doof anstelle, das hier hinzubekommen. Aber vom Die Prinzip her ist das Teilnehmer richtig. schreiben, jetzt haben zwei geschrieben, du bist nicht im Stereo-Future-Mode. Doch, sicher. Bin ich, klar. Bin ich. Ich müsste aber hier wahrscheinlich, um das zu machen, müsste ich in Stereo Hedge Mode. Das ist wahrscheinlich das Problem gerade. Weil er das hier nicht auf die Kette kriegt, dass ich hier beide aktivieren kann. Das ist wohl schätzungsweise eher das Problem. So, aber nochmal, so kann man das halt auch ohne jetzt den Filter, kriege ich den hier nochmal raus, eigentlich stressfrei. Ja, da steht er nicht so drauf, ne? Und auf jeden Fall kann man das auf diese Art und Weise, kann man das ausprobieren. Ja, das war, glaube ich, keine so gute Idee. So, ja, sieht gut aus, ne? So, mal ganz kurz, bitte. Ah, ne, da ist er. Oder? Ne, ich bin im Fünfer gelandet. Moment. Damit ist er dann gern mal irgendwie ein bisschen überfordert. So. Okay, also damit einfach mal durchprobieren und dann halt mal gucken, was die eine oder andere Geschichte eben macht. Man kann das übrigens. Wenn man sich die strategische Order im Detail angucken will, also hier, das sind ja nur die Presets. Und dann kann man auch hier zum Beispiel auch im Setup kann man das umstellen. Man geht dann hier auf Layout und dann Advanced strategische Order. So, wenn man das anklickt, dann dauert es einen Moment, dann baut sich das neue auf, weil dann gibt es nämlich jetzt hier ein neues Panel dazu. Und dann sieht die strategische Order so aus. Ja, das heißt, hier habe ich dann die ganzen einzelnen Werte nochmal dazu. Und dann kann man sich auch seine eigene Strategie hier zusammenbauen. Ja, so, das ist halt mal gerade gesehen, ne, der MetaTrader 4, der hat irgendwie seinen Stress, wenn man da irgendwie einen Indikator rauslöscht, der halt zeitlich gesteuert ist. Also, das ist so eine Geschichte, da bin ich, habe ich mir auch schon die Zähne dran ausgebissen. Warum das halt immer passiert. Aber wenn man es weiß, macht man einfach den Chart zu und versucht es nicht zu löschen, macht den Chart neu auf, dann ist es gut. Aber das sind halt leider so ein paar Sachen, wo ich halt auch immer wieder drauf angewiesen bin, um den MetaTrader drumherum schiffen zu können. Und es gelingt halt leider nicht immer. Aber ist ja nicht so schlimm. So, dann machen wir weiter. Also hier einfach ein bisschen mit rumspielen, History Trading ausprobieren und dann ein Gefühl dafür bekommen und dann einfach mal los. Und dann einfach mal probieren, die ganze Geschichte. Dann der Günther. Kann man es über den Installations, was, Tada, Manager ist vermutlich gemeint, downloaden, welche Voranstaltungen? Günther, da musst du, glaube ich, nochmal irgendwie nachladen. Verstehe ich leider nicht so ganz, was man denn über den Installations Dingenskirchens downloaden soll, Also können, sollen, ich glaube, tun. die Frage ist gemeint ist, wenn er das Update installiert über den Installationsmanager aus den Einstellungen heraus, ob seine Einstellungen, die er getroffen hat, dann bleiben oder alles auf Werkseinstellungen geändert wird. Welche Einstellungen? Das ist die Die Frage. er selber in dem SteerTrader-Einstellungen vorgenommen hat. Die sollten weitgehend alle da sein. Also alle wird nicht möglich sein, weil es natürlich auch ein paar neue Sachen gibt und wo entsprechend ein paar alte
Einstellungen so nicht mehr vorhanden sein können. Aber im Großen und Ganzen ist das schon so gemacht, dass es kompatibel ist und nicht alles weg ist. Aber trotzdem, ne, kann es halt natürlich beim Update dann halt sein, dass das ein oder andere dann halt nochmal nachjustiert werden muss. Die strategische Order, die kann man halt leider, also die eigenen Einstellungen, wenn ich die hier speichere, sind die da, aber ich kann mein eigenes Preset nicht erstellen, nicht ohne weiteres. Was man aber machen kann, ist, wenn man nämlich hier über Open Data Folder geht und dann findet man hier bei Terminal Common Files eigentlich hier. Moment. Ist das hier? Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Genau. Da gibt es eine Strategik, also Files, STMT4 oder 5. Da gibt es eine strategische Order, das ist eine XML. Ja, und die kann man, ich habe jetzt hier keinen XML-Editor drauf auf dem VPS hier, aber die kann man halt mit einem, mit jedem x-beliebigen XML-Editor, den es in 1000 Varianten kostenlos zum Download überall gibt, kann man halt dort seine Presets auf jeden Fall erstellen. Und die heißen, die ganzen Parameter heißen genauso, wie sie hier entsprechend angezeigt sind. Das ist also kein Hexenwerk. Damit geht es und die wird auch bei der Installation von neuen Versionen nicht überschrieben, die Datei. Trotzdem sollte man sich ein Backup machen, falls es irgendwann mal unvermeidlich ist oder werden sollte. Aber in der Regel, wie gesagt, bleiben die halt erhalten. So, okay. Gibt es einen Ersatz für das OLLI-MP ab dem 1.7.? Ja. Kurz und knackig, ja. Mehr dazu in Kürze, wird auch ein Webinar geben, aber ich verrate jetzt noch nicht so viel, aber wird es geben. Ganz klar. So, dann der Oliver. Gibt es im StereoTrader eine Möglichkeit, eine platzierte Limit Order automatisch löschen zu lassen, wenn ein bestimmter Grenzwert erreicht worden wäre? Ich weiß, was du meinst. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Gibt es tatsächlich nicht. Weil die Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, wenn man halt, ich meine, generell macht es ja nur Sinn mit Gaps, ja, also wenn man am Wochenende oder so hat und dann eine Order in den Chart legt und der Markt macht das, oder mal angenommen, ich will Short geben im DAO bei 26.000, ja, und der macht dann auf bei 26.500, dann will ich dann nicht mehr Short geben, vielleicht, das ist wahrscheinlich der Ansatz. Nee, geht leider nicht, kann man nur über Programmierung dann halt lösen, also über die Schnittstelle, die eben da ist. Und damit könnte man dem natürlich zu Leibe rücken. Aber jetzt per Standard geht es tatsächlich nicht. So, ganz kurz. Moment. Bin gleich wieder ganz Ohr. Okay. So. Gehen wir hier die Fragen weiter durch. So, wenn ich gerade so still bin, ich bin nicht eingeschlafen, sondern hier steht natürlich einiges drin. Und ich versuche das hier so ein bisschen rauszufiltern. Kann man das Volumenprofil mit mehreren Tagen einstellen? Das geht nicht. Also in MT5 werden nur 2, maximal 3 Tage angezeigt. Doch, eigentlich geht das. Moment, ich guck mal, ob das freigelegt ist. Nämlich hier auf Eigenschaften. Dort könnte das eigentlich. Ich muss mal kurz einen Blick drauf werfen, weil das ist natürlich alles Werte, die sind im Hintergrund hinterlegt und einige sind nach außen freigegeben und andere halt wiederum nicht. Volumenprofil. Nee, kann man tatsächlich wohl nicht. Ich glaube, es sind 5 Tage eingestellt und wenn dann natürlich ein Wochenende dazwischen ist und dann sind es im Zweifelsfall auch nur irgendwie, da ist es auch nicht, ne?
Dann sind es dann auch im Zweifelsfall dann halt eben nur 2, 3 Tage, die dann angezeigt werden, ist richtig. Das ist natürlich der Rechenzeit halt geschuldet, ne? Weil jedes Mal, wenn halt irgendwie da halt was verändert wird oder der Chart halt neu berechnet werden muss, muss halt alles einmal komplett nochmal aufgebaut werden. Und das ist halt der einzige Grund dahinter. Aber hier sind es, und jetzt muss ich mal selber gucken, wie viel habe ich denn hier in der Darstellung? Ja, 5, ne? Ja, Genau. ich hab auch 5. Ja. Nee, das ist soweit erstmal fix. Da kann man mal überlegen, ob man den Wert halt nach außen legt, dass man das halt auch höher stellen kann. Kann ich im Strategietester gleichzeitig M5 und M1 laufen lassen? Ja, geht halt zum Beispiel mit dem X-Frame, mit dem Add-on, ne? Das heißt, wenn ich als Beispiel jetzt hier im 1-Minuten-Chart bin, kann ich ja da halt den 5-Minuten-Chart drüber blenden. Das kann ich natürlich auch genauso im History Trading machen. Das also heißt einfach hier das X-Frame draufziehen und dann habe ich entsprechend die Darstellung von was auch immer ich hier unten einstelle. Jetzt sind hier 5 eingestellt. Das dauert jetzt irgendwie nur einen Moment, weil er ein bisschen lange in der Vergangenheit rumkramt jetzt wahrscheinlich. Und dann sieht man, ne, dann ist es hier übergeblendet. So, jetzt an der Stelle dann hier, weil ich halt 5 Kerzen zusammenfasse, habe ich halt hier entsprechend den 5-Minuten-Chart hinter dem 1-Minuten-Chart. Und so kann man das natürlich im History Trading genauso machen, im Strategietester. Kann man den POC von mehreren, den Point of Control von mehreren Tagen anzeigen lassen, sodass er bis zum aktuellen Kurs gezeichnet wird? Nee, auch das geht nicht. Das sind natürlich alles Geschichten. Da wird sich auch in Zukunft natürlich noch vieles tun. Also beim Stereo Trader liegt ja jetzt der Fokus nicht auf Volumen Trading. Also ich meine, es gibt natürlich sowas wie Volumen Trading hier drin, auch jetzt gerade in der neuen Version ist es halt schon alles nochmal eine Ecke ausgereifter als jetzt in der aktuellen Version. Aber trotzdem liegt natürlich der Schwerpunkt nicht darauf. Das heißt, hier hat man wirklich halt die Fokussierung halt auf Intraday, Volumen, aber natürlich auch auf Orderbuch, wenn man halt den Future dann entsprechend halt auch am Start hat, beziehungsweise wenn man ein MT5 Live-Konto hat und die Future-Daten abonniert hat. Und dann kann man ja auch ganz andere nette Geschichten noch mitmachen, aber das ist halt tatsächlich momentan alles auf Intraday begrenzt. Wird es für die Kunden, die beim MT5 in Kombination mit dem Stereo, mit lauten Lüftern. Also, ich höre meinen Lüfter nicht, weil der auf dem VPS ist. Aber es ist halt tatsächlich so, dass halt der MT5 natürlich einfach ein paar Ressourcen mehr benötigt als der MT4. So, ich bin ja vorher irgendwie dem MT5 fast komplett ausgewichen, weil halt eben das Performance-Problem so war, aber es sind einige Änderungen unter der Haube erfolgt im Stereo Trader und ich bin mittlerweile nur noch auf dem MT5 und habe an der Hardware nichts geändert und habe eigentlich überhaupt gar keine Probleme mehr. Also generell ist da auch das Feedback von den ganzen Testern, dass ein erheblicher Performance-Schub da halt da ist und infolgedessen sollte das eigentlich so ziemlich der Vergangenheit angehören, die ganze Geschichte. Also das heißt, auf jeden Fall ist da zu erwarten, dass das halt besser ist. Ich habe aber auch gehört, dass das aktuelle Update vom MT5, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber dass dort wohl auch einiges passiert ist im Hinblick auf die CPU-Auslastung mit dem MetaTrader 5, dass es auch verbessert sein soll. Kann ich aber nichts zu sagen, habe ich jetzt auch nur gehört. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die muss vom MetaTrader ausgehen, wo ich mit dem Stereo Trader keinen direkten Zugriff darauf habe. Und aber nichtsdestotrotz generell sollte das alles fünf Ecken besser sein. Also der Peter schreibt auch gerade hier, kann ich bestätigen. Peter, hast du das getestet mit der neuen MT5-Version oder meinst du jetzt nur generell die Performance von dem Stereo Trader MT5? Wäre gut, wenn du das halt nochmal genauer schildern könntest.
Ich habe beide Versionen, also beide aktuellen Versionen. Und der Start mit dem Stereo Trader zusammen ist wirklich sehr, sehr viel schneller geworden. Das kann Okay. ich auf jeden Fall bestätigen. Ja, das klingt doch gut. Dann werde ich das wohl auch mal ausprobieren müssen. Ich bin halt immer der Letzte, der die neue Version hat, weil ich bin immer froh, wenn das alles stabil läuft im MetaTrader. Von daher bin ich natürlich da immer extrem zurückhaltend, da neue Versionen auszuprobieren. Außer es ist natürlich unvermeidbar, was manchmal ja vorkommt. Aber generell, wie gesagt, also ich habe halt hier auch noch jetzt nicht die neueste Version und das läuft eigentlich alles recht sauber und stressfrei. Also kein Vergleich zu vorher. Ist auch die Ladezeit, habe ich selbst hier auf dem VPS. Jetzt unter normalen Bedingungen habe ich noch eine Ladezeit von irgendwie unter 3 Sekunden, wenn ich den Stereo-Trader lade. Und das war halt vorher irgendwie bei ja, weit über 6 Sekunden mit dem MT5. Also das ist halt halbiert. Aber auch intern die ganze Grafikauslastung und so weiter, das hat alles deutlich optimiert worden. Deswegen hat es auch alles so ein bisschen gedauert mit, oder dauert ja immer noch so ein bisschen mit der neuen Version, weil halt wirklich unter der Haube gerade darauf im Hinblick einiges halt geändert worden ist. Selbst Mac virtuell, schreibt der Ingolf, läuft es halt alles besser. Ja, also ich habe halt hier wirklich eigentlich so auf dem VPS, hier, das ist auch nicht so der Beste, da habe ich eigentlich so ein bisschen Extrembedingungen. Und wenn es da schon akzeptabel ist, und dann sollte es eigentlich auf einem normalen Windows-Rechner nochmal eine ganz, ganz andere Nummer sein als hier. Okay. So. Da habe ich jetzt erstmal nichts mehr. Hast du noch was an Fragen, Nelson? Nee, das soweit es, ich sehe, das überblicken kann, haben wir soweit alles beantwortet. Es wäre jetzt noch ein bisschen Zeit, auf die erste Frage nochmal einzugehen, wenn du möchtest. Genau. Ist er denn noch da? Frage ich zuerst mal. Wer war denn das nochmal? Der Daniel. Ja, er freut sich schon. Okay, dann schnappe ich mir nochmal kurz die Frage. So, also hier geht es um das Thema Programmierung. So, dann machen wir einfach mal hier irgendwas auf aus der Beispieleabteilung. Und da kann ich ja mal gucken, ob wir da was finden, was man irgendwie mal kurz anpacken können. Ich nehme mir einfach mal die Samples hier. Und machen wir doch einfach mal hier die Range Breakout, weil da wird ja eh schon ein bisschen was gezeichnet. Mal gucken, ob irgendwas anderes dabei ist. Nee, das passt. Also, das ist ja hier eins von den Samples, die dabei sind beim Stereo-Trader hier in der Kategorie Indikatoren auch, ne? Und dort gibt es halt, also ich bin jetzt hier im Editor drin, im MetaTrader Editor. Und auch nochmal vielleicht als Anmerkung, falls es der eine oder andere sieht, der sich dafür interessiert, wenn man mit dem Stereo-Trader, also mit dem Framework vom Stereo-Trader programmiert, im Gegensatz zur normalen MT4 oder MT5-Programmierung, hat man halt den Riesenvorteil, dass man keinen Unterschied hat zwischen MT4 und MT5. Es ist alles 100% identisch. Und das heißt also, alles, was ich hier an Code entwickle, Copy und Paste in die MetaTrader 5 Version und ich habe sofort genauso meine MT5 Variante von meinem Roboter, Indikator oder was auch immer ich programmiere. Also gibt keinen Unterschied. Das macht das Leben natürlich deutlich leichter und nicht nur das, sondern halt auch viele Funktionen, die hier drin sind, sind halt wesentlich leichter verständlich. Also jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie eine Erkennung zum Beispiel von einer Kerze, die aussieht wie ein Hammer. Ja, wenn man das zum Beispiel mit dem normalen MetaTrader macht, ich weiß gar nicht, wie viele zig Zeilen an Code das halt sind, um das halt irgendwie rauszufinden. Und sowas geht halt hier ganz einfach. Hier schreibt nämlich einfach nur if bar, aber groß geschrieben, bar, nee, curbar heißt die, ne? Curbar, und dann schreibt man nur is hammer. So, sowas hier zum Beispiel, ja. Das war's. Und gibt es halt einiges an Funktionen, die da halt entsprechend drin sind. So, jetzt war ja halt die Frage nach den Zeichenfunktionen, die sind in der Tat leider alle nicht dokumentiert. Und aber hier ist zum Beispiel eine Funktion, die fangen alle mit Draw an.
Ja, also die ganzen Zeichenfunktionen. Man kann auch einfach mal reingucken in die Stereo API. Dort sind die ganzen Funktionen ja auch offengelegt, beziehungsweise das findet man hier unter Stereo Trader API. Dort gibt es eine Datei, die heißt Stereo API MQH. So, wenn man die aufmacht, das ist halt quasi die Schnittstelle. Und dann hat man hier zumindest schon mal die ganzen Funktionen, ja, die es da überhaupt schon mal gibt. So, die sind aber hier halt auch jetzt nicht beschrieben. Großteil, also die, von den Zeichenfunktionen ist tatsächlich, glaube ich, im Manual momentan gar nichts beschrieben. Aber alles andere überwiegend halt schon. Ne? Und aber hier findet man die zumindest schon mal von der Definition, was da halt eben überhaupt halt drin ist. So, und da gibt es halt zum Beispiel, wenn ich dann sage hier Draw Line, jetzt nur mal als Beispiel. Und genau wie hier bei Draw Cluster, man sieht ja, ja, wenn man jetzt hier zum Beispiel hingeht, so, ich mache halt hier Draw Line. So, und dann habe ich halt hier zumindest meine ganze Beschreibung, habe ich ja halt hier auch sofort. Kann hier schreiben, meine Linie heißt das Ding. So, und dann halt irgendwie einen Price. Ich baue das hier gerade mal rein. Darf ich noch nicht vergessen, das wieder rauszunehmen. So, aber hier einfach Draw Line und dann halt hier Price Beginn. Wo bin ich denn hier? Zum Beispiel Range. Hoppla. Das ist jetzt hier gerade ein Wert, den ich ja halt habe. Range Low minus, machen wir einmal 50 Punkte tiefer. So, Color, denke ich mal, ist eh klar. Und so kann man die ganzen Sachen dann durchgehen. So, was haben wir hier? Time Begin, Time End. So, Breite. Dann hier Style. Und dann Tooltip, wenn ich das auch noch will. So, wenn ich das dann jetzt kompiliere, das sollte jetzt erstmal keinen Fehler geben. So, geht dann in den, bin ich dann jetzt hier gelandet? Bin ich hier noch richtig? Und, ja. Genau. Warte ich mal kurz zu hier alle. Was hat denn der hier für eine Darstellung? Okay, wie auch immer. So, ich mache mal hier einfach den DAO auf. So, wenn ich in der Zeit dieses Sample da reinziehe. Wo war das jetzt? Ich habe jetzt einfach nur eins überschrieben. Das sollte man natürlich nicht tun, sondern sollte es halt ja dann separat anlegen. Und dann habe ich hier meine Range Breakout. Einen anderen Timeframe. So, und prompt finde ich meine Linie nicht, warum auch immer. Bin ich hier überhaupt im richtigen MetaTrader? 4. 4, ne? Ja. So. Also, was haben wir hier gemacht? Nochmal durchgehen. Das wäre natürlich ein Ding, wenn das jetzt nicht funktioniert. So, Farbe. Time Begin, Time End, Breite. Doch, sollte eigentlich stimmen. Nochmal. Range Breakout M. So, warum funktioniert das jetzt nicht? Aber irgendwie traue ich dem Braten hier gerade nicht. Ich mache mal das hier weg. Mal gucken, ob er nicht, dass ich hier im völlig falschen Code irgendwie gerade bin. Nee, nicht wirklich. Das ist natürlich ein super Vorführeffekt jetzt hier. Warum das nicht funktioniert? Wahrscheinlich habe ich mich jetzt da irgendwie gerade selber hervorragend ausgetrickst, womit auch immer. Aber eigentlich ist es halt nicht mehr als das. Weil das Cluster macht er ja halt auch. Ne? Also kann jetzt hier sein, dass ich halt hier irgendwas einfach jetzt hier auf die Schnelle übersehe. Also anders kann ich mir es gerade ja nicht vorstellen. Und aber vom Prinzip her, ne, mit dem Cluster ja genau das Gleiche. Das heißt einfach, halt die Funktionen muss man sich einfach angucken und dann halt die ganzen
entsprechenden Parameter, wie sie hier halt hier vorgegeben werden. Hoppla, hier ja genauso, dann halt eben ändern. Also wie gesagt, ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Das ist wahrscheinlich jetzt hier irgend so ein Dummheitsfehler, wenn ich dann nachher, wenn das Webinar rum ist, und da drauf gucke, sehe ich wahrscheinlich sofort, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Und warum das halt hier jetzt irgendwie nicht gezeichnet ist. Ich habe gerade keine Erklärung. Also definitiv, die Sachen funktionieren, sonst würden sie ja nicht in den ganzen Indikatoren auch funktionieren. Aber halt, wie gesagt, hier ist wahrscheinlich irgendein Doofheitsfehler gerade von meiner Seite drin. Und das ist halt vom Prinzip her alles. Wichtig ist halt nur, dass man halt diese Zeichenfunktionen hier von der Indikation aus verwendet, ne? Also hier von SEA Indicate. Es kann nämlich sein, ich bin mir da nicht sicher, also einige Sachen sind gesperrt. Ja? Also es gibt ja zwei Abteilungen. Es gibt einmal das SEA Indicate. Das heißt, hier wird halt alles berechnet und gezeichnet. Und dann gibt es noch das SEA Evaluate. Hier werden die Signale generiert. Und das sollte man schon voneinander trennen, auch wenn das bedeutet, dass man manchmal Variablen halt dazwischen speichern muss, aber sollte man schon trennen, weil nicht unbedingt alles von jeder Abteilung aus geht. Ja, und so kann es dann halt auch sein, dass halt, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht der Fall ist, dass es in Zukunft aber dann halt mal genau solche Zeichenfunktionen gesperrt sind, wenn man sie zum Beispiel halt in der SEA Evaluate drin hat. Und generell so oder so, wenn ich von hier aus versuche, irgendwie, wie zum Beispiel in dem Fall, hier, das ist ja einfach ein Kaufbefehl. Ja, also hier, da steht er einfach bei und dann halt steht hier noch ein Text dabei, warum. Wenn ich den zum Beispiel hier oben reinpacke in SEA Indicate, also da, wo berechnet wird, kriege ich nicht mal eine Fehlermeldung, aber es passiert schlichtweg nichts, ne, weil die dort halt nicht verarbeitet werden kann. Da sollte man halt so ein bisschen drauf aufpassen. So, aber ich glaube, das sollte man wirklich mal irgendwie im Detail, also gerade mal gucken, nochmal hier die Frage, wo sind die Zeichenfunktionen detaillierter beschrieben? Also ich habe jetzt ja zumindest mal gezeigt, wo sie halt aufgelistet sind, wo man sie halt findet, ne? Nämlich hier drin. Und die funktionieren auch alle, auch wenn ich jetzt hier gerade irgendwie selbst zu dämlich war, das hinzubekommen. Man soll ja nicht meinen, dass ich das programmiert habe. Aber wer selber programmiert, der kennt das ja vielleicht. Man ist da schon gut drin, sich selber auch öfters mal auszutricksen. Kann ich auch ganz gut, wie man sieht. Ich versuche verzweifelt, verschiedene Indikatoren SMA, EMA automatisch hinzuzufügen, sobald mein erstellter Indikator aktiviert wird. Aber er zeichnet immer im Indikator-Window, anstatt den SMA direkt im Chart zu zeichnen. Ja, das liegt daran, darauf kann ich auf jeden Fall mal kurz eingehen. Weil, dazu müssen wir gleich mal gucken. Ich habe ja hier eine Einstellung, Property Indicator Separate Window. Ne? Das heißt, wenn ich das so definiere, dann habe ich den hier unten auch separat im Fenster drin und entsprechend zeichnet er auch immer nur da. Wenn ich den hier oben drin haben will, so, jetzt mache ich den aber lieber mal zu. So, wenn ich den aber oben drin haben will, dann muss ich hier das wegmachen. Einfach auskommentieren. Und dann passiert nämlich Folgendes. Wenn ich das jetzt nämlich nochmal hier drauf ziehe. So, wo haben wir ihn? Range Breakout M. Dann kommt er nämlich nicht unten ins Fenster, sondern kriegt das Panel hier im Chart. So, und da, das versteht auch der MetaTrader. Und wenn ich dann zum Beispiel ein SMA oder irgendwas damit befülle, und dann ist es auch im Hauptfenster. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also einfach nur die zwei Sachen hier weg. Dann gelingt das. Jetzt haben wir aber hier, glaube ich, in den Beispielen auch nichts in der Richtung irgendwie drin. Was jetzt hier, doch, hier haben wir doch, mal gucken, wie das hier gemacht ist. Muss ich mir jetzt aber selber mal kurz angucken, was da passiert. Two Sloping MA, werden die gezeichnet? Ich weiß es gerade nicht. Nee, wird auch nur berechnet. Schade, da könnte ich aber mal ein Beispiel dazu machen, wo man auch sieht, wie das gezeichnet wird, dann in einem eigenen Fenster.
Das ist natürlich ein bisschen komplexer von der Definition her, aber es gibt ja einiges an Sachen, mit denen das so machen, gemacht ist. Ich weiß gar nicht, ist im, jetzt muss ich einfach wirklich mal fragen, ich weiß auf Anhieb wirklich nicht, der Filter, der XMA-Filter, ist der im Original eigentlich im Quellcode auch enthalten? Das könnte nämlich sein. Das ist auch kein Hexenwerk. Also den kann ich auch problemlos im Quellcode zur Verfügung stellen. Dort sieht man es nämlich auch natürlich. Moment, bei Filters. So, ne, das ist halt ein bisschen mehr definiert. Das sind halt die einzelnen Puffer halt definiert. Und da ist natürlich halt auch, ne, das sind genau die beiden Sachen auch einfach ausgeklammert. Das ist nämlich auch alles mit der gleichen API gemacht. Das ist also nichts Sonstiges irgendwie drin. Und also wenn der nicht dabei ist, sollte ich den tatsächlich mal freigeben, damit man das mal sieht, was der halt macht. Und da sieht man, ich kann das ja hier mal noch mal reintun, weil das Prinzip ist ja das gleiche. Ne, der hatte mich dann auch hier das Panel drüber. Was hat er jetzt gerade für ein Problem hier? Kein Signal. War vielleicht ein bisschen schnell. Auch ich habe hier echt einen Vorführeffekt nach dem anderen heute. Das nervt mich jetzt langsam ein bisschen. Keine Ahnung, warum der jetzt hier nicht angezeigt wird. Aber das, weil vorhin ging es ja auch noch. Und ich gehe mal in den MT4. Vielleicht ist der besser gelaunt. So. So, irgendwie hat der heute hier was gegen mich. Ah, ne, jetzt bin ich im MT5. Moment mal, MT4. War ich doch hier jetzt schon. Ja, also, wenn ihr das reinzieht, sollte es auf jeden Fall funktionieren und sollte dargestellt werden. Und dort, also, wie gesagt, wenn nicht, dann gebe ich den demnächst mal im Quellcode mit dazu und dann kann man sich dort das Ganze mal angucken, wie das dort gemacht ist. Weil, also wie gesagt, generell mit nochmal, also hier das Weglassen von diesen beiden Zeilen, damit ist man auf jeden Fall dann schon im Hauptfenster unterwegs. So. Genau, ja, ich mache den mal dazu. Den muss ich mal in die Update-Liste, in die Installationsliste mit einbauen. So, also sorry, wenn ich hier gerade so ein bisschen Stress habe. Ich weiß nicht, also mein VPS, der sollte vielleicht auch mal irgendwie neu gestartet werden, weil das ist schon ein bisschen schräg hier gerade. Weil ich mache das tatsächlich nur irgendwie alle paar Monate mal. So. Gut. Also, dem Daniel ist schon ein bisschen geholfen, das ist schon mal gut. Okay, wie bekomme ich meinen StereoTrader auf die Beta-Version 2.5 umgestellt? Dazu müsstest du Mitglied in der Testers-Gruppe sein. Und da sage ich halt aber auch immer ganz klar dazu, bitte nur Leute, die auch technisch ein bisschen versiert sind. Und weil ansonsten ist es nicht unbedingt so wahnsinnig zielführend für beide Seiten, weil es da natürlich keinen, wie soll ich sagen, speziellen Support dafür gibt, sondern klar wird natürlich darauf eingegangen, wenn irgendwas auffällt, aber da, es werden keine Basics besprochen in der Testers-Gruppe. Aber generell, also muss man mal gucken bei Facebook, StereoTrader Testers, das ist aber, wie gesagt, von den Mitgliedern überschaubar, aber wenn es irgendwie Sinn macht, dass du dabei bist und dann kannst du natürlich gerne auch dazukommen und dann wird dir auch erklärt, wie man an die Beta-Versionen kommt. Da gibt es nämlich so einen kleinen Hack sozusagen. So, 18:59 Uhr, perfektes Timing, würde ich sagen, für einen Abschluss an der Yes. Stelle. Ne? Ja, du kannst ruhig dich verabschieden, wenn du möchtest. Dann Ach sage ich so, danach na was gut. dazu. Ja, dann mache ich das doch. Ja, dann danke an der Stelle fürs Dabeisein. Sorry, wenn es hier ein bisschen gehakt hat.
bei mir in der Entwicklungsumgebung. Aber das ist halt, wie ich immer sage, Worst-Case-Szenario, was ich immer hier habe. Und von daher kann das leider passieren. Und sollte aber natürlich im Normalbetrieb so nicht der Fall sein und ist es auch nicht. Also, danke schön, dass ihr dabei wart. Ihr habt bestimmt auch noch was Besseres zu tun bei dem Wetter. Und danke natürlich an Nelson hier fürs Betreuen, fürs Händchen halten im Webinar. Immer gern. Und wann haben wir eigentlich das nächste? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube jetzt erstmal nicht, ne? Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, ne? Ja, also ein paar Tage Ruhe hast du. Nächsten Dienstag, nächste Woche Dienstag geht's weiter. Ach, nächste Woche schon wieder. Ach, du Nächste Woche. ahnst es nicht. Okay. Ja gut, dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag im Live-Trading. Dann halt um 8:45 Uhr für die Frühaufsteher. Und bis dahin sage ich mal halt, ja, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Und aber hört kurz den Nelson noch zu, der will sich bestimmt nämlich auch noch verabschieden. Ne? An der Ja. Stelle erstmal von meiner Seite einen schönen Abend. Aber wie gesagt, ich gebe noch weiter an den Nelson. Danke dir, Dirk, auch für das Webinar selbstverständlich. Ich mach's kurz. Du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich habe mich natürlich auch gefreut, dass doch so viele dabei waren bei dem schönen Wetter heute und auch interaktiv die Fragen gestellt haben. So macht es, glaube ich, auch für dich mehr Spaß. Und ja, wünsche Ihnen natürlich auch noch eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Position auf. Kommen ja auch noch ein paar Feiertage wieder oder ein Feiertag, kann man ja auch als Brückentag dann nutzen. Und würde mich freuen dann, wenn Sie nächste Woche Dienstag wieder dabei sind. Also bis dahin, vielen Dank, tschüss zusammen.